Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Night into Our Dreams. Falls das Bild jetzt ein bisschen anders rüberkommt, der schwarze Balken unten weg ist, wundert euch nicht. Es liegt einfach daran, dass ich einige Tests vorgenommen habe, die noch nicht komplett fertig sind, weil ich nämlich versuche, diese Qualität ein bisschen zu verbessern, hat aber nicht so viel gebracht bis jetzt. Aber so ein paar kleine Sachen werden jetzt wahrscheinlich auffallen. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht zu böse, dass ich das Projekt dennoch weiter versuche zu machen, auch wenn es nicht gerade die beste Qualität ist. Aber ich möchte halt noch für meine zukünftigen Let's Plays ein paar Vorbereitungen treffen und ein paar Tests vorher noch setzen, die natürlich manchmal einen klitzekleinen Wirken darauf besetzen. Dass auch solche Sachen manchmal vorkommen könnten. Dennoch möchte ich ja euch darum bitten, immer ein klitzekleines Feedback mit hinterzulassen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen huckelig, deswegen seid mir aber nicht deswegen so böse. Ich versuche mein Bestes zu geben und auch beim Spielen versuche ich mein Bestes zu geben. Denn ich möchte ja auch ein paar Projekte fortsetzen, ein paar Projekte weitersetzen und so weiter und so fort, neu setzen, da ich ja Pläne habe und Projekte etc., die einfach noch in der Mache stehen. So, jetzt habe ich aber auch geredet und jetzt können wir auch gleich loslegen. Ich habe hier auf Pause gedrückt, habe schon mal die Stelle bis zu der Stelle gespielt, wo ich aufgehört habe und ich hoffe, im Hintergrund pustet der PC jetzt nicht immer zu laut. Es ist manchmal echt ätzend, dass der im Hintergrund auch noch zu hören ist. Das wundert mich natürlich. Denn sämtliche Sachen im Hintergrund hört man komischerweise nicht. Aber das natürlich, diese Kleinigkeiten, hört man komischerweise. Ja, ich denke mal, wir fangen mal an. Das Ganze wird jetzt auch starten. So, und ich hoffe, dass das wirklich, dass man mich hört und dass auch man das Spiel vernünftig hört. Gut, die Musik ist, war ja auch im letzten Mal nicht die beste. So, da ich herausgefunden habe, dass es hier natürlich noch ein Endfight gibt und auch nicht die einzige Karte ist, die man freischalten kann, ja, ich habe in meinem Privatspiel herausgefunden, dass es tatsächlich hier noch eine andere nächste Karte gibt und die nächste Karte ist mehr so eine winterliche Karte und die kann man dann schließlich nach diesem Battle, glaube ich, auch freischalten und wenn man natürlich vernünftig es geschafft hat, die Punkte ordentlich gut zu sammeln. Ja, das wollte ich eigentlich nicht damit bereichen, aber schön, dass ich hier ein paar Loopings mitmachen darf. Ach, kommt schon. So, was gleich kommt, finde ich richtig Bombe. Na, komm schon, ja, das nicht. Da kommt noch was. Dazu kommen wir nämlich noch, da müssen wir auch hinkommen, ist klar. Das ist halt hier in diesen in den ersten Leveln halt so. Da wir jetzt quasi wie eine Meerjungfrau schwimmen. Und wenn sie mal richtig schwimmen würde, hoffe ich mal. Kommen wir auch ein Schrittchen voran, hoffe ich mal. Hoffe ich. Ja, ich und meine Hoffnung. Und jetzt mache ich gerade total miese Punkte. Ich glaube, die Stelle, die ich eigentlich gerade gelenkt habe, kommt jetzt gleich erst. Ich merke, hier unter Wasser scheint es auch nicht. Genau, diese Stelle meine ich nämlich. Da habe ich nämlich aus Versehen die falschen Tasten gedrückt. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen schneller werden hier. Ach, komm schon. Es ist nicht so einfach, das müsst ihr mir glauben. Es wäre mir auch viel lieber, wenn ich das ein bisschen anders let's playen könnte. Jetzt bin ich an die Kugeln nicht dran gekommen, die hätte ich auch noch gebrauchen können. Aber gut, jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir jetzt die nächsten Kugeln kriegen, denn wir haben fast alle Kugeln gekriegt, die wir brauchen. Kommt jetzt nur noch darauf an, dass wir jetzt diesen Freak jetzt auch irgendwie besiegt bekommen. Und das bekommen wir meistens nur dann, wenn wir genug Kugeln gesammelt haben.
Und ich hoffe, das haben wir jetzt auch. Das hoffe ich sehr. Doch, das reicht aus. Vollkommen. Unten stehen halt, wie viele Kugeln das insgesamt sind. Von Leben. Und jetzt geht's wieder wie eine Meerjungfrau durch das Wasser. Finde ich auch genial gemacht, dass man Knight quasi, also ich weiß ja nicht, ob das deren Name ist. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ob es deren Name ist. Sich anschließend sogar noch transformiert in eine Meerjungfrau. Aber ich wüsste ja auch mal zu gerne, was Knight bzw. dieses Wesen darstellen soll. Muss ich hier nur vernünftig schwimmen. Ich verstehe auch nicht, dass das Spiel und das alles läuft einwandfrei, wenn ich nicht aufnehme. Sobald ich das Aufnahmeprogramm starte, ist hier ein großes Problem. Ich komme mit den Wörtern heute richtig durcheinander. Jetzt ernsthaft jetzt? Gut, so. Jetzt haben wir es auf jeden Fall soweit geschafft. Und mal wieder einen neuen Rekord, aber das ist, glaube ich, auch kein Wunder. Und ja, stellen wir uns jetzt mal der großen Herausforderung ran, unseren ersten Feind zu besiegen in diesem Traumland. Ach je. Hier haben wir sie! Und wir müssen sie quasi immer irgendwie packen und in einer bestimmten Richtung schießen, sodass dann anschließend, genau, ja, eigentlich müsste da was kaputt gegangen sein, aber das hat jetzt nicht geklappt. Kommt zurück! Jawohl! Die Musik selber im Hintergrund, die finde ich richtig genial. Die ist sowohl horrormäßig als auch, naja. Man kann's mögen. Ja! Komm schon! Geht kaputt! Ach nee, das ist ja oben! Ups! Mein Fehler! Komm zurück! Jetzt habe ich noch nicht irgendwie Energie oder sowas verloren und die Energie ist eigentlich nur die Zeit. Seht ihr, ich habe da oben hätte schießen müssen. Das war ein bisschen blöde, dass ich das ein bisschen anders gemacht habe. Komm her. Hoffentlich, ja. Ach, komm. Dich kriegen wir noch hier, ehrlich. Dich mache ich noch kalt. So. Ich will dich hier noch kriegen. Und dich kriege ich auch noch. Ja, noch ein Stückchen. Wir haben dich ja fast. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch genau. Nee. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch fehlt. Ach, komm her! Hm? Musik weg? Ein Spiegel sehe ich! Ach ja, stimmt. Was ist denn hier los? Ich möchte hier jetzt bloß nicht in diesem Let's Play auch noch versagen. Du hast hier gar nichts zu melden. Och komm, Musik zurück. Ja, wir haben es fast, wir haben es fast.
wenn sie jetzt auch mal da vernünftig hüpfen würde, damit ich die richtige Position einsetze. So, geh unter. Sag ich doch, sie geht unter. Jawohl. Und jetzt? Müsste doch irgendwas passieren, oder? Jawohl! Ich wollte schon sagen. Sieht so komisch aus. Das war Splash Garden. Also so hieß dieses Stage, könnte man sagen. Und wir haben insgesamt, was haben wir erreicht? Ein D. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass ich wirklich so profihaft draufgegangen bin. Ja, jetzt können wir quasi nochmal unsere kleinen Ergebnisse sehen, beziehungsweise sind wir hier im Fortschritt auf dem ersten. Also sind wir ja jetzt nicht so schlecht mit den Punkten gewesen. Und ich würde mal sagen, gehen wir doch mal weiter. Hier haben wir nochmal einen klitzekleinen Tipp anscheinend. Und ich hoffe, das geht jetzt auch gleich weiter, auch mit dem Aufnahmeprogramm, dass er jetzt nicht irgendwie rumspinnt, wenn er jetzt überblendet. Das hoffe ich sehr. Weil das Aufnahmeprogramm ist auch nicht immer das Wahre, meistens. Oh doch, klappt alles. So, und da die Zeit noch nicht komplett rum ist und ich noch ein bisschen spielen würde, zeige ich euch mal das nächste Level. Und ich hoffe, ja, jetzt kann ich es doch machen, genau. Weil da unten seht ihr ja diese komischen Symbole. Wir müssen auch noch anschließend mit ihr hier machen, also auch spielen. Aber ich habe jetzt mit dem Jungen angefangen, daher mache ich jetzt erstmal hiermit fertig. Und anschließend kümmern wir uns um die Träume des kleinen Mädchens. So, gehen wir doch jetzt erstmal in dieser tollen Winterlandschaft rein. Ich habe schon mal reingeschnuppert, denn in meinem Hausspiel bin ich da ja schon. Ja, ein bisschen fortschrittlicher. So, denn dieser Traum wird bestimmt kein richtiger Zuckerschlecken. Was ich eigentlich meine, dieser Traum wird nicht schön aus, nicht schön enden meistens. Auch ihr wisst, was ich vielleicht meine. Vielleicht. Frozen Bell. Der Name sagt es schon. Und wieder haben wir alle tollen Elemente bei uns, doch die werden uns wieder mal geklaut. Ja, sie werden einfach geklaut. Und diese Wesen sind diesmal dafür zuständig. Ja, da sind auch diese komischen Vögel mit dabei, die wir auch beim ersten Mal gesehen haben. Ach, immer macht die uns alle kaputt. Ja, es ist halt ein bisschen huckelig am Anfang immer. Aber es läuft ja teils. Jetzt haben wir kein einziges Element bis jetzt und die müssen wir jetzt alle wiederholen. Oh ne, wir haben noch eins. Komischerweise. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. So, und da ich diese Strecken zum ersten Mal jetzt ehrlich mache, ich habe ja nur geguckt, wie das aussieht, bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall ist es sehr geschildert. Nein, 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 nein. Jetzt wurden wir eingefrostet. Kann man das so sagen? Eingefrostet? Weiß ich nicht.
Jetzt haben wir nicht so viele. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir diese Runde erstmal rumbekommen. Ich hoffe, dass ich genug von diesen Bällen finde, damit wir... Ach, komm schon. Ach so, hier waren wir schon. Okay. Ist wohl ein kurzes Stage am Anfang hier. Hab mich jetzt gewundert, dass ich so schnell wieder am Ziel war und dann... Aber okay, ja, der eine... Das Monster oder was auch immer das darstellen soll, ist ja auch ziemlich nah am Anfang. Das hat mich ebenfalls so ein bisschen gewundert, aber okay. Jetzt müssen wir erstmal hier in kleinen Schritten anscheinend arbeiten, weil wir so keine Bälle finden. Es sei denn, die sind irgendwo unten versteckt. Das glaube ich aber weniger. Nimmst du mal diese verdammten Dinger mit? Immer knapp bei der Zeit. Komischerweise lenke ich irgendwie anders. Nein, jetzt, das gibt's doch gar nicht. Haben wir jetzt diese Runde mehr? Habe ich welche gefunden, die ich vorher nicht gefunden habe? Das kann schon sein, denn jetzt habe ich auf einmal 8 Kugeln und ich glaube, wir hatten doch in 5er Schritten das gemacht. Ja. Fehlt ja nur noch eins und dann haben wir die erste Kugel und somit auch dieses zweite, hoffentlich wunderbare Let's Play gepackt. Auch wenn es echt schade ist, aber ich werde wirklich mal darauf achten bzw. schauen, die Möglichkeit zu finden, dass ich es auch vernünftiger spielen kann. Ich weiß, es gibt viele Wege, aber ich bin nicht unbedingt bei jedem einzelnen Weg, den ich nehmen würde. Waren wir hier vorher schon? Wissen wir ja. Reicht nicht aus, wir haben... Doch, wir haben alle. Hä? Wieso ist der wieder auf den Weg gekommen? Hab ich irgendwas falsch gemacht oder bin ich vorhin einen anderen Weg gegangen? Das geht aber gar nicht. Normalerweise geht hier eine Spur. Wo ist denn das Ziel denn jetzt? Aha. Was piept denn hier die ganze Zeit? Ja, egal. Also, wenn es euch gefallen hat, in die Kommentare posten. Bitte seid ein bisschen rücksichtsvoller, was das angeht, wegen dem Huckeln. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich es irgendwie hinkriege. Und ja, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, in die Kommentare posten. Es geht ja auch darum, wie das Let's Play generell ist. Und ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!